Wenn ihr das hier seht, das ist ganz einfach anzubauen. Und dann kannst du da vorhaken. Das haben die da auch richtig gut gemacht. Du schiebst sie da einfach rein, hier einen Splint vor. Ja. Zack. Und dann kannst du mit dem Träger anhaken mit der Ackerschiene. Und kannst ihn rausziehen. Also das geht wirklich super. Da muss unten im Antrieb, der in Mittelstellung... Können wir eben rübergehen? Machen wir eben. Das kann ich euch mal eben zeigen. Wir haben hier nämlich zwei Fahrstufen. Einmal eine langsame, einmal eine schnelle. Die finden wir hier unten wieder, auch bildlich aufgezeichnet. Dann haben wir einmal neutral und dann einmal nach dahin die kleine Stufe. Und so der Schnellgang. Kann man die jetzt schalten? Muss, glaube ich, laufen. Ja, das kann man da wechseln. Und zur Bedienung kannst du eigentlich nicht viel mehr sagen. Das ist wirklich einfach und selbsterklärend. Da kommt jeder mit klar. Wie eben schon gesagt, wir haben hier überall Keilriemen bei diesem Modell noch. Aber die haben auch alle gelaufen. Genau, das kannst du auch machen. Die Steckbretter, wo die auch gut mit klar kamen, die hatten wir erst nicht. Kannst du da ja mal eben anbauen. Da sagte Peter noch, Mensch, du. Die brauchen wir. Andersrum. Sonst hast du die Äpfel da ja. Du kriegst ja so wesentlich mehr eine Kiste. So. Damit die Kiste auch schön voll wird. Und, Das sind die aber auch geworden. Ja. Also das war okay. Die werden genauso voll wie beim Flugzeug. Schönen kleinen Hügel drauf, so wie wir das immer haben. Am Anfang natürlich, wo wir damit angefangen haben, das werdet ihr auch gleich in den Aufnahmen sehen, da hatten wir die Bretter noch nicht. Nein, da hatten wir sie nicht. Da sind die Kisten auch nicht so voll, weil sonst fallen die Äpfel runter. Nächstes Jahr machen wir auch Videos, dann sind wir ganz anders da drinne. Du musst da ja auch erstmal sich so ein bisschen mit einspielen. Ja, und das ist ja auch, jetzt haben wir Breburn damit gepflückt, wir haben ganz abgepflückt die Marigold. Wir sind ja nächstes Jahr, wenn der anfängt, dann pflücken wir ja durch. Da kommt er ja mit seinen Kisten, mit seinem Apparat. Ja. Wie weit kommt der? Ja. Wenn wir durchpflücken und pflücken nur rote Äpfel, ne? Du kannst auch noch mal eben die Zugdeichsel demonstrieren. Ach so, hier. Ja, das ist ein ordentlicher Bullenfänger. Den muss man so ein bisschen anfassen. Also hier unten, dann kann man den aushaken. Und dann kommt er runter. Dann kommt er runter. Hakst ihn wieder ein. Genau. So. Und da ansetzt dann jetzt der Hänger. Kommt dann noch ein bisschen höher so. Und dann nimmt er den mit. Dann ist ja die Kiste voll, seht ihr auch alles im Video gleich. Dann löst man hier den Schalter aus, zieht den nach vorne. Durch das Gewicht setzt er die dann ganz langsam ab. Ja. Das kann man hier auch noch ein bisschen regulieren, wenn man den Hebel anfasst. Und dann fährst du langsam vorwärts, dann geht die Kiste richtig sanft runter. Und wir mussten uns da auch erstmal einspielen. Der Tisch muss richtig so ein bisschen stehen, dass er auch vernünftig runtergeht und wieder hochgeht. Und wenn der Hänger dahinter kommt, jetzt war das auch nass. Kannst du auch mal haben, dass die Kiste so leicht keilt, was ich erst schon gesagt habe, an der Schraube. Aber wenn man das alles so eingespielt hat, dann läuft das auch. Also das ist wirklich, du musst dich da so ein bisschen drauf einarbeiten. Ja, und das waren jetzt sehr extreme Bedingungen zum Schluss. Ja. Wir haben das ja nicht in der ganzen Ernte so. Ne? Ja. Also, ja, ich habe mich da auch erst mit schwer getan. Oh Mann, jetzt haben wir so viele Jahre mit dem Flugzeug gepflückt. Die brauchst du trotzdem noch im Betrieb. Aber der Flugzeug hängt genauso. Wenn du 5 Wagen inne hast, und es ist so nass, dann hängt der Flugzeug auch in den Baum rein. Wir sind zum Schluss auch noch mit 3 Wagen gefahren, wo es ein bisschen schräg war. Also, ja, es ist, überall Vor- und Nachteile. Das waren die letzten Tage, ne? Ja, was einfach toll ist, und das haben wir ja auch schon mal angesprochen, für den einzelnen Erntehelfer ist es angenehmer. Er macht keine Pflückkiste mehr leer. Ja. Er fest, gerade bei Breburn, da sind da über 20 Kilo in, dieses immer hoch, entleeren, raus. Er packt nur aufs Band. Ja. Er packt nur aufs Band. Er packt nur aufs Band und gut, du hast hier jetzt, du arbeitest kontinuierlich an. Ne? Das Ding, der Plugetrack fährt immer ein bisschen langsam weiter. Ja. Und du musst auch die ganze Zeit arbeiten. Du musst das aber auch normal machen. Du kannst jetzt nicht sagen, ich hau hier richtig ran, dann bist du gleich fertig. Nein, das kannst du nicht. Das muss so eine Geschwindigkeit sein, wo du richtig schön arbeiten kannst, aber auch die ganze Zeit. Und wir hatten ja auch, einen Pflücker da, der sagte ja, das Gerät ist für Doofe, da musst du mehr arbeiten, ne? Das kannst du beim Flugzeug musst du dich dann auch so bewegen. Aber der war ja auch so eingestellt, der hat sich auch beim Flugzeug nicht richtig bewegt. Da musst du nämlich auf den Schlitten noch hoch, damit du oben pflücken kannst, die Kiste tragen. Ich glaube, jeder Obstbauer dabei, dass manche sich ein bisschen hängen lassen und so. Und die kommen natürlich bei so einem Gerät ans Leben. Ja, ne? Fällt gleich auf. Hier müssen alle Leute gleich stark sein. Sonst funktioniert das Gerät nicht. Wenn jetzt die unten nicht so viel zu tun haben, dann müssen die unteren höher pflücken ein bisschen, dass der obere schneller mitkommt. Und wenn der oben nicht so viel zu tun hat, müssen die unten nicht so viel pflücken, dass der ein bisschen nach unten greifen kann. Und schon fährst du kontinuierlich eine Geschwindigkeit. Das hat uns ja auch sehr gut gefallen, Michael. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, hier ist die Baumreihe und der eine pflückt so und der andere steht da. Ja. Geht wunderbar.
Ja. Geht wunderbar auf. Diesen langen Rand nimmt er das auch auf, was zwei Leute pflücken. Und was Michi eben sagte, wenn unten da mehr ist und dann oben, dann müssen unten zwei am Band ran. Ja. Und wir wollen das ja ausprobieren, dass einer da steht, einer steht hier und der andere steht dann halt hier oben noch. So wollen wir das nächsten Herbst ausprobieren. Ja, damit die kurze Handgriffe haben. Ja. Nicht so lange hier nach unten pflücken. Und jeder hat seinen Band. Jeder hat seinen Band. Das ist total wichtig, hier ist das. Ja, und im Schneiden, wenn wir schneiden, dann machen wir auch Videos, wie uns das so gefällt. Ihr habt ja auch sicherlich schon mitbekommen, der Kubota ist mit der Arbeitsbühne weggegangen und der Sensortechnik. Sonst hätten wir das uns auch nicht erlauben können. Also, nee, das ist ja jetzt auch nicht umsonst hier. Und auch, dass der... Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Ja, sie wollte auch noch was sagen. Siri wollte auch noch was. Ja, du... Sonst kannst du das nicht machen. Auch, dass der jetzt gebraucht war, da war ja auch schon ein Unterschied, ne? Da war schon ein Unterschied. Das ist ja ganz klar. Ist ja immer so, wenn was gebraucht ist. Und doch, wir sind wirklich froh, dass wir jetzt auch so ein Gerät mit im Betrieb haben. Gerade auch, wenn die neue Fläche richtig steht. Das ist ja das beste Futter für den. Schöne Baumreihen, alle Gassen gerade. Und dann kannst du da richtig Schub geben. Auf jeden Fall. Und das macht richtig Laune. Du hast nicht diese Laufwege, wenn einer denn die Pflückkiste ausleeren muss, dann läuft er von da ganz hinten, weil hinten ist schon die Kiste voll beim Pflückzug, dann muss er ganz nach vorne laufen. Mhm. Diese ganzen Laufwege, die hast du nicht. Kisten tauschen, dann können sie auch mal kurz Pause machen. Unsere Leute haben das auch schon so gemacht, die pflücken dann das komplette Band voll. In der Zeit ist die Kiste hinten getauscht. Also die stehen eigentlich nicht. Und sie müssen ja auch mal eben Pause haben. Ja. Was trinken. Absolut, absolut. Da wollen wir uns natürlich auch noch eine Halterung anbringen. Da wird Michi noch Ideen haben über Winter, wo was hinkommt. Dass, wenn das Mossband mit benutzt wird, jetzt beim Bäume schneiden, kannst du da auch deine Zelda-Flasche reinstellen und ein Radio Makita mitnehmen. Aber das soll noch eben ein bisschen platziert werden. Und ja, Makita-Radio ist ein bisschen zu klein, kann man hier sagen. Wenn das alles so läuft, dann dröhnt das nur noch. Also das ist dann kein schöner Sound. Da muss, glaube ich, noch irgendwie was vielleicht von Teufel oder so her, dass wir noch ein bisschen mehr Bums haben. Ja. Felix also sagte schon, hier Ideen. Oben kann man schön Ablage machen. Ja. Dazwischen oder so, da müssen wir mal gucken. Ja. Aber das wächst mit der Zeit. Und ja. Auch dies hier haben wir noch gar nicht gezeigt. Du kannst diese hier, auch noch hier, hast du drei Arretierungspunkte, nee, vier sogar. Vier Punkte, wo du die arretieren kannst. Wenn du höher willst. Und wenn du höher willst, kannst du dann, aber dann kannst du auch richtig hoch, ne? Ja. Das hast du hier vorne genauso, hast du zwei Punkte. Ja, und wir wollen mal eben eins sagen. Die Maschine, das Gewicht 840 Kilo, fährst du jetzt in einer leichten Schräge und Michi und Felix waren auf eine Seite, da wollte der Vogel, ich glaube, Restfahren war auf der anderen Seite, ja. Da wollte der Vogel ein bisschen wackelig. Und er hat ein Bein hinten gehoben, dann sind Felix und ich zeitgleich schön rübergegangen zum Mossband, da hat er sich wieder hingestellt und da war uns klar, wir brauchen Zwillingsräder. Zwillingsräder. Wollen wir auch gleich mit euch zusammen montieren. Machen wir aber ein separates Video, weil sonst wird dies hier auch viel zu lang. Interessiert wahrscheinlich auch nicht jeden, wie man die Räder anbaut. Das werden wir gleich machen. Und ich würde sagen, damit das Video nicht zu lang wird, schaut ihr euch jetzt noch mal ein bisschen so ein paar Videos in der Ernte an. Ja, es hat nicht alles glatt gelaufen. Man kann das auch noch mal eben ansprechen. Wir hatten hier zweimal den Einsatz. Da ist die Keilriemenscheibe vom Antrieb. Die ist mit so einem, oh, wie nennt man das? Mit so einem Stifter auf, mit einer Schraube vor und die Schraube ist weggegangen. Und dann laufen da zwei Keilriemen auf. Ja. Und die hat sich komplett runtergelegt. Dann funktioniert natürlich gar nichts mehr. Ja, das ist da hatten wir einmal den Anruf um 11:30 nach dem zweiten, dritten Tag, wo wir das Ding hatten. Michi und ich dahin, Blech vorweg. Dann haben wir uns das angeguckt. Ja. Einer von oben, das ist natürlich auch eng. Das Ding steht in der Anlage. Ich von oben drauf gelegen, Michi von unten. Wir haben es hingekriegt. Und dann haben wir es noch einmal. Aber das war alles verständlich. Das ist alles verständlich. Und wir haben den Fehler gemacht, da muss, glaube ich, noch so ein, wie nennt man die jetzt noch? Sagtest du neulich schon Federring? Nee. Ein Federring vor oder man setzt die Schraube ein mit einem Festigungsmittel, das gibt es auch. Weil da immer Rotation auf ist. Alles. Ja. Das müssen wir noch machen, damit wir das nicht nochmal haben. Das wird jetzt auch passieren beim Service. Beim Service schnacken wir das an, dann machen wir das durch, weil wir wollen das gerne, dass das Ding auch fit ist hier. Und aber man kann sagen, dieser hier wird wesentlich mehr Stunden machen als ein normaler Trecker bei uns. Der läuft ja einfach. Also ich gehe davon aus, dass er dicht an die 1000 Stunden macht. In der Ernte macht er 500, so bei uns. Und schneiden, ja, du hast ja anbinden. Durch die neue Fläche dazu. Und das muss ich sagen, das gefällt mir auch gut. Wir haben das oft, wenn das über einen Baumpfahl geht. Ihr kennt ja unsere Anlagen mit Akazienpfahl. Und das hält sogar, ja.
Du musst manchmal. Schieß mal eine Ecke höher, ne? Du musst manchmal in dieser Höhe anbinden. Und stehe ich auf 1,20 Meter, dann muss ich ja krummpubbelig stehen. Ja. Ne? Du stehst da oben, da würdest du jetzt schon viel zu hoch stehen. Dann stehe ich zu hoch. Ihr wisst ja selber, wo ist der Pfahl, Michi? Komm mal eben her mit deiner Größe. Meter, da. Ja, ist da er. So. So, und da über muss ich immer einen Anbinder machen. Top, stehst du da. Dann stehst du top. Das ist so. Und ich dann kannst du hier in deinen Eimer die Binde haben oder so. Und das Ganze ist ja so, ich kann diesen Tritt, was Michi eben sagte, den kann ich auch noch einen höher einnehmen. Ja, und einklappen. Du kannst ihn auch so, geht das mit einer Hand, warte mal, so. Jetzt habe ich ihn rausgemacht. Ja, du kannst alles machen, sauber machen. So, dann ist er ein bisschen, das kannst du mit diesen auch machen. Du kannst die alle so, ja, also wenn du alles konform nimmst, schön machen. Der Apparat, der nimmt ja auch nicht viel Platz weg. Ja. Der nimmt ja nicht viel Platz weg. Wo wir jetzt noch eine Lösung finden müssen, ist, wie wir den zum Aschhorn transportieren. Wir haben das jetzt ja mit dem LKW gemacht, nur wenn wir jetzt schneiden fahren oder so, dann wäre das schon schön, wenn man irgendwie so einen Hänger hätte oder zuerst mietet man sich eben ein oder so. Wir werden das nochmal ausprobieren, wie spurgetreu, wenn man den Zylinder abgemacht hat, wie spurgetreu er neutral hinterherläuft. Kannst du nicht machen. Aber du fährst halt auch nicht mit zum Aschhorn auf der Straße, Mann. Allein schon, wenn du den Wagen da noch in der hast. Nee. Das würde ich nicht machen. Das hält ja auch auf den Räder. Den Wagen aufladen, das geht ja super mit einer Gabelverlängerung. Den kannst du so unterfassen, den kannst du auf den LKW setzen. Das ist überhaupt kein Problem. Und diesen hier haben wir jetzt ja, wie wir den von den Kollegen geholt haben, den haben wir ja auch so auf den Anhänger raufgefahren. Das ging ja. Ne? Ja. Also da war. Also was wir zur nächsten Ernte, vielleicht kann man ja auch noch mal sowas zur Vorführung kriegen, dass wir das neue Modell auch noch mal testen dürfen. Vielleicht macht Munkhoff da ja was möglich, dass wir da mal auch mal ein Video zu machen können. Der ist wirklich überarbeitet worden. Da sind keine wesentlich, ich weiß nicht, ob da überhaupt noch Keilriemen dran sind, mit Elektromotoren und so. Den würden wir auch gerne mal ausprobieren. Also wenn man das mal irgendwie eine Woche könnte, nächste Ernte, das wäre schon cool. Eine Woche ist ein bisschen sparsam, ne? Ja. Vielleicht haben wir auch mal eine Hand aufs Herz und sagen, komm, der kann mal einen Monat da bleiben. Ja. So. Hier ist der Auspuff. Ja. Na. Kannst du einen Injektor ranmachen, kannst du auch ansaugen noch. Nee, ich würde fast sagen, hier, da muss ja eine kleine Halterung hin für ein Glas Würstchen oder so. Ja. Den kann er ja noch mal eben warm machen, wenn du am Schneiden bist. Ne? So, ich würde sagen, wir sind schon echt lange. Das Video wird ganz schön lang. Vielleicht müssen wir das aufsplitten in zwei Teilen, dass das dann nächsten Tag weitergeht. Ja, schneiden kann mich wirklich gut. Und würde ich sagen, bauen wir jetzt im nächsten Teil die Zwillingsräder an. Wir bauen die an. Und jetzt wenn ihr Fragen habt, schreibt es in den Kommentaren. Ich schaff das. Ich habe heute Morgen 2 Brötchen gegessen. Ja. Okay. Also, bis dann. Bis dahin.